Hallo liebe Pixels und Pixies, mein Name ist Aha und herzlich willkommen zu Closed Beta von Die Siedler. So, wir spielen immer noch 1v1. Ich bin Elari und kämpfe gegen einen PC und wir schauen mal, was so passiert. Die Armee habe ich aufgebaut. Gold habe ich schon entdeckt. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu forschen. Oh, und dann können wir die Gegner schon angreifen. Bauen auch schon einen Hafen aus, damit wir das Geld nutzen können. So, als nächstes sollten wir eine Akademie bauen. Ach, das geht und dann heilt er das? Okay, danke schön. So, nochmal hier hin. Academia. So. Sollten dafür sorgen, dass wir. Oh, Bögen. Jetzt auch noch ein Bögen, aber. Geschmette. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir noch Nahrung kümmern. Ach nee, halt Nahrung haben wir schon. Okay. Noch Plätze für andere Sachen, was auch immer das. Diese Plätze bedeuten. Also wenn sie sich noch irgendwelche Inhalte aufbehalten haben, sollte Ubisoft versuchen, sie jetzt demnächst auszuhauen. So, wir brauchen mehr Kohle. Mehr Kohle. So. Dinger wegbaue. So, ich kann ihn so machen. Ihn so machen, ne? Hier. Gut, ich habe auch gerade gar nicht gemacht. So. Ich habe keine Steine mehr in eurer Nähe. So, weg. Okay. Ein neuer Esel. So. Dann sehe ich denn eigentlich, wie viel Gold ich schon insgesamt habe? Ich ja nur am Hafen. Na gut. So. Wir sind jetzt 4 Minuten drin im Spiel. Noch mal. Hat noch keinen Toolmaker gebaut. Den PC irgendwie nicht so richtig. Ich habe schon einen, der Schwerter macht. Ja. Na gut. Theoretisch müsste ja jedes Haus in der Lage sein, alle paar Minuten
einen neuen Bewohner rauszuschmeißen. So. Kämpfe gegen Maru. Okay. Da oben so schön sehe. Wie ich es auch bei den Angriffen schon gesehen habe. Oh. Berries. Okay, versuchen wir mal ein bisschen Steine ranzuholen. So. Engineers have increased construction speed. Guardians. Rangers. Okay, das finde ich noch sinnig. Okay. Für Fire Wardens. Also es sind halt für alle Einheiten, die es so gibt. Ich frage mich auch gerade, welche Einheit der Guardian ist. Das? Steht nämlich kein Name da. Das? Das? Warum steht hier kein Name? Ist das der Guardian? Ist das der Guardian? Also das wird ja wohl der Ranger sein. Andererseits. Keine Ahnung. Ranger. Okay. Holt Gold. Gold, 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 Gold. So, und bildet mehr Leute aus. Ich brauche mehr Leute. So, das haben wir. Warum? Ah. Spiel es an und sage das Eier. Ah, ja. Okay. Hier unten haben wir auch schon Bären. Dann sollten wir doch vielleicht mal essen gehen. Also, ich finde das jetzt. Regrowing Berries. Okay. Ich finde das jetzt grundsätzlich nicht schlimm mit den. Mit der Nahrung. Es ist jetzt aber auch noch nicht so, dass ich denke, oh ja, Nahrungssystem. Huhu. Also es lohnt sich halt vor allem für Gebäude, die man halt sonst nicht, wo man halt zu wenig hat. Gold. Süß. Ja, den kommen. So, ich forsche hier gerade und sehe ich eigentlich, ob das fertig ist. Super. Bedeutet. Noch Brote? Nein, wir haben Getreide und Mehl. Brote haben wir auch noch. Okay, also das heißt. Okay, gut. Versuchen wir mal. Super. Holz und Steine. Also wir haben mittlerweile genug Holz und Steine. I can build almost anything.
viel weiter lohnt es eigentlich für mich gar nicht, mich auszubreiten. Über die halbe Karte reicht mir halt schon. Ja. Was ich jetzt noch brauche. Research completed. Heißt, wir können sagen, wir bauen noch einen Schmied. So, eine Reiche. Okay. Ihr seid gebaut, das heißt, du und du, ihr kriegt beides Boost. So, ah ja, das ist jetzt fertig. Ja. Ah, ich kann nur eins. Eins gleichzeitig machen, okay. Leider keinen Hinweis. Hey, es ist fertig mit der Forschung. Ah, super. So, Holz und Stein scheine ich mittlerweile mehr als genug zu haben. Also Holz ja sowieso. Geil, meine Armee wächst. Wie viele Leute haben wir denn hier? Oh. Okay. Aha. Research completed. Anders. 212, wenn ich es richtig verstehe. Ah, Research completed. Auch, ne, also dass man dem auch. Da muss ich da jedes Mal einzeln hin. Davon habe ich nicht. Also es ist so ein bisschen so. Ich halt Stat Boni und ja. So, was können wir denn noch? Noch bauen können? Hier. Das nächste Minenfeld hier eigentlich. Hier oben erst. Da habe ich halt Wald ohne Ende. Aber ich habe halt keine Edelsteinmine. Ich müsste mir halt hier unten Edelsteine halt für Geld besorgen. Gold habe ich. Research completed. Lass uns doch weiter forschen. Und gehen hier in die Ausbildung. Enemy in sight. Standing by. Super. Okay, alles klar. So, was brauchen wir denn? If there's a job to do, I can get it done. Na denn. Fangt ihr an, so. Berry, berry, berry. Berry, berry, berry. Steine, Steine, Steine. Steine.
Research completed. Yep. Ja. Höhlen. Da, wir bauen hier noch Türme auf. Meine Armee schön hinter die Türme verstecken, wenn mein Gegner meint, der muss von der anderen Seite kommen. So, und dann sollten wir sehen, dass wir neue Wohnhäuser bauen. Research completed. So. What's up? Stein und alles habe ich ja. So, ich würde mal sagen. Ready for duty. Jetzt fertig oder was? So, dann kannst du das hier nämlich noch. Witzig. Okay, dann greifen wir doch mal mein Ding mal an. Schauen wir mal, wo der seine Grenzen hat. Enemy in sight. Shields up. Moving out. Auf die Grenze. Quickly. Gott, der breitet da gerade erst aus. Enemy in sight. Shields up. Enemies ahead. Okay. Aus welchen Gründen sehe ich jetzt gerade die Barren nicht? Enemy in sight. Denn keine Türme gebaut. Okay. Enemy in sight. Shields up!
So. Wir gingen halt gleich kein Gebäude mehr, um seine Soldaten auszubilden. Ich umgehe einfach die Türme wie beim letzten Mal. Also das ist halt auch so ein Punkt. Der Radius ist halt zu klein. Türme sind komplett unwichtig. Den halt nicht. Ich bin in die Nähe des Turms gelaufen. Komm schon! Ja. Okay, es war nicht das. So. Hier. Yeah. Achso, das. Vorstellen noch? Super. Ja, ja. Deine Armee ist noch groß genug. Theoretisch ist es ja eh gleich vorbei, also insofern. So, die Türme können mich mal. Mit meinem Ding überhaupt nicht. Verliert sein Hauptgebäude trotzdem. Also entweder man muss super viele davon platzieren oder sie bringen halt nichts. Man kann nicht super viele davon platzieren. Ja. Komm schon, bricht zusammen. Ah, gewonnen und ich war nicht mal dabei. Naja, musste ja auch nicht sein. Wer weiß, wie lange das noch gegangen wäre. Jetzt war es auf jeden Fall vorbei. Okay, also die Siegbedingung mit den Warenhäusern finde ich doof, weil ich nicht wie beim alten Siedler oder wie in den alten Siedlerspielen da auch Soldaten platzieren kann. Ich kann die nicht irgendwie ausbauen oder absichern, dass ich sagen kann, in das Warenhaus 20 Leute, die runterballern, wenn du dem Warenhaus zu nahe kommst, sondern ich muss Türme drumherum aufstellen und meine Armee platzieren. Das heißt, es kann sehr schnell sehr unübersichtlich werden, wenn ich mehrere Warenhäuser habe. Oder ich muss die am Anfang nur grob vergebenen Steine und so weiter dafür nutzen, viel, viel, viel mehr Warenhäuser zu bauen. Das kann man natürlich machen, aber jetzt auch so richtig zielführend. Deswegen, naja, würde ich mal so ganz charmant sagen, so eine mittelmäßige Siegbedingung.
Okay, aber ehrlich gesagt, das mit dem Schloss, ich kämpfe mich bis zum Ende durch. Hatte einen gewissen Charme, weil ich musste die Militärgebäude auch noch vernichten. Wenn ich ein Militärgebäude und Lager mit Stein und so weiter übrig hatte, hätte ich mich nochmal ranwagen können. Gut, nicht super wahrscheinlich, gebe ich auch zu. Aber es wäre möglich gewesen. Aber so, naja, fühlt sich irgendwie doof an. Und wie gesagt, die Türme mit ihrer Reichweite sind so. Also entweder man muss sie billiger machen, dass ich sie halt spammen kann. Dann würde ich sie in mein Stadtbild einplanen. Oder muss halt sehen, dass ich. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich das sonst mache. Da man die Türme übrigens umgehen kann, weiß ich auch nicht, was ich mit Ochsen machen soll. Also, ja, kann natürlich daran liegen, dass ich jetzt immer gegen PCs gespielt habe, dass Einheiten sinnloser wirken als andere. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gar keine Edelsteine gehabt. Mir Edelsteine über den Handel besorgen müssen. Klingt jetzt auch nicht so spaßig, ehrlich gesagt. Klingt auch eher so, mach's, wenn ich muss. Da hat sich's für mich eher gelohnt, meine Einheiten auszubauen. Und dann hätte ich meine Nahkämpfer noch weiter ausgebaut, dass die mehr Lebenspunkte haben. Ach, hätte ich den Gegner wahrscheinlich auch eher bekommen. Der hätte mir weniger vernichten können, dann hätte ich noch ein paar Leute gebaut, die Gebäude schnell einreißen können, dann ja, wäre ich da, glaube ich, ganz gut bei weggekommen. Also, die Taverne ist so ein sinnloses Gebäude. Die Heiler bringen es vielleicht noch, aber wie gesagt, dafür brauche ich Edelsteine und die habe ich nicht immer. Naja, habe ich es halt nicht. Kann ich ja nachbauen. Die Armee halt größer sein und ich muss ein paar mehr Türme bauen, ja, aber oh ja. Ach ja. Ich hätte jetzt wahrscheinlich an der einen Seite zwei Walle aus Türmen gebaut, dazwischen dann immer irgendwelche nach Vogelscheuchen, damit der Gegner da hinrennen muss und dann wäre es das gewesen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, ich weiß nicht, ich fand's so lala. Okay, ja. Ich hoffe, ihr habt in der Zeit, in der ich das gespielt habe, ein besseres Siedler gespielt oder euch eins meiner Videos angeguckt. Immer sehr zu empfehlen. Wie ich fast panisch bin, wenn ich 3 Stunden lang die Siedler spiele. Nein, demnächst werden die Videos ja auch kürzer. Insofern, ihr werdet es merken. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailer Kommando. Den Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln. Wünscht euch euer Aha.